Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim. Wir sind immer noch hier mit dem Frostdrachen auf dem Weg zu dieser Höhle wegen den Fersen von Olaf, König Olaf. Und dieser Frostdrache, der geht mir auf die Nüsse hier. Oh, warte mal. Entweder sterben wir jetzt. Oh, jetzt habe ich die Konsole aufgemacht. Oh nein. Das war klar. Das war doch eindeutig, du. Warte, wir müssen einen Unterschlupf schnell finden. Ah, da ist er. Wir müssen uns irgendwo vor dem verstecken. Da ist er doch. So, hier. Oh, schöne kritische Treffer jetzt hier. In den Schädel hinein. Na komm. Ja, ja. Von wegen. Mich kriegst du nicht. Ach so. Der hat sogar noch gesessen. Der fliegt echt ziemlich hoch. Ich habe noch nie so einen Drachen, der so weit fliegen kann. Die waren eigentlich immer hier Bodennähe und so, ne? Aber der? Der will jetzt wieder zu dem kommen. Okay, wir kommen. Wir kommen. Ich hab mich ein bisschen beruhigt. Ich krieg da mit dem Hammer ein. Du musst doch den Drachen töten. Geh mir aus dem Weg. Gib ihm Feuer. Gib ihm Feuer. Warte mal, hier Elfenweit, zwei Hände. Elfenbogen. Komm auf die vier. Ah, nein. Ah. Er hat gesessen. Oh nein, wer bist du denn? Okay. Das gleiche Banditenlager und unten ein Drachen, ey. Das ist ja Wahnsinn. Ah. Zwei in einen oder was hier? Dann kriegen wir gleich die ganze Partie. So, warte mal. Zutaten, wir brauchen jetzt etwas Zaubertränke. Wir brauchen ein bisschen Säfte. Essen. Wir laufen alles weg. Wir essen alles weg, was wir haben. Egal, was das ist. Ausdauer und hier. Käse. Da kommt noch mal eine. Warte mal, noch mal essen. Großes Fleisch. Der ganze Käse und alles hier. Ist das schon alles? Oh, die war heftig. Die ist zu stark. Die ist zu stark, wenn wir weglaufen. Das war bestimmt die Banditenchefin. Oh nein. Ich hab's nicht ins Wasser geschafft, liebe Leute. Das ist einfach zu... Was soll ich sagen? Die sind einfach zu stark. So. Schnell ins Wasser. Tauch ab. Ja. Jetzt kämpfen die miteinander. Genau. Lass sie kämpfen. Der Drache vernichtet sie. Der Drache macht sie alle. Diese Diebe, ey. Oh
manchmal muss man auch mal andere Leute an die Sachen ranlassen. Profis. Boah, der hat ihn jetzt gegessen. Das ist meine Gelegenheit. Nein, ich habe noch nicht mal gespeichert. Ich könnte mir eine selber reinhauen. Nein, nein, nein. Ich hau ab. Oh, na natürlich, klar, das war viel zu spät. Ich hätte viel früher abhauen müssen. Dann hätte ich das speichern müssen. Die haben ihn fast vernichtet, ey. Ja, dieses frustrierende Sterben. So, warte. Nein, das war nicht alles. Ich hau ab jetzt. Bevor der Drache wieder auf mich schießt. Und ich warte hier. Nein, nein, nein. Ah, dann noch der. Jetzt muss ich echt ein bisschen Zaubertränke nehmen. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo habe ich denn das? Zaubertrank, Zaubertrank da. So ein kleiner Heiler, weißt du? So, und jetzt hier. Ah, geh mir da aus dem Weg. Oh nein. Nein. Wieso geht doch zu dem Tiger rüber? Ich gehe ins Wasser rein. Ja, ist gut, ist gut. Boah, da habe ich echt vernichtet, ey. Banditenanführer, siehst du? Habe ich doch gesagt, das war der Banditenanführer. Geh doch mal. Jawohl. Nee, warte mal. Irgendwie wurde gefangen. Oh nein, oh nein. Oh nein. Ich hab den nicht abgespeichert, ja. Heilung, Heilung, Heilung. Flammenfunke, Heilung, da. Das ist die 5, die Heilung. Ach, da der Tiger. Ich verschwinde lieber kurz erstmal hier. Hätte ich gedacht, dass die gleich so... Warte. Ich weiß, was du willst. Du willst gegen mich antreten. Aber ich nicht gegen dich. Warte, warte, warte. Ich komm zu dir. Ich komm. Ja, ist ja gut. Okay. Okay. Ich kann nicht gegen zwei kämpfen. Okay.
aber ich kann gegen dich kämpfen. Nein. Das war doch klar. Ich muss ihn von der Seite angreifen. Wir schaffen das noch. Ich greife ihn von der Seite an und dann ist er fertig. So geht's nicht, mein Freund. Ich komme. Ah, fast geschafft, verdammt nochmal. Ich komme zu dir. Ich komme, ich komme. Ja, meine Energie war weg. Oh nein, das war nix. Das war natürlich nix hier. Es war ein Satz mit nix in die. Hat mich direkt in den hinterm Jordan gekriegt. So, nochmal. Alles klar. Da, jawohl. Oh nein! Was willst du denn da für Kräfte haben, um den zu vernichten, ey? Ist ja unglaublich. Da brauchst du ja Kräfte von was. Ah nee, warte mal. Jetzt. Da hab ich ihn nicht erwischt. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen hier Zaubertränke zu mir nehmen. Bringt alles nix. Ah, oh, jetzt hat er schon wieder Zaubertränke. Die nächsten Zaubertränke hier. Nein! Aber auch hier. Okay, ich komme. Oh nein! Das ist so eine bisschen ungünstige Position. Ich schaff dich. Warte ab, du. Immer von der Seite. Oh, die ist ja noch schlimmer wie die andere. Oh, das war mein Rücken. Nein. Weißt du was? Da hilft nichts. Wir haben es jetzt ein paar Mal probiert. Da gibt es nur Pfeil und Bogen. Glaub mir. Gegen den kommst du nicht an. Der ist echt heftig, der Drache. Oh nein! Was soll man denn das denn alles schaffen, ey? Okay, jetzt nochmal. Pfeil und Bogen. Zoomen wir mal ran. Gucken uns. Ziehen schon mal. Er sieht uns nicht. Also er sieht uns schon, aber er kommt uns jetzt nicht. Da auf dem Flügel direkt hier. Genau hier. Auf dem rechten Flügel auch noch. Wir machen den jetzt lahm. Guckt er nicht mehr hoch. Oh, so, warte mal. Oh, das war ein kritischer Treffer.
nochmal. Ich würde dich gerne mit meiner Axt töten, aber irgendwie komme ich nicht an dich ran. Das war's für dich jetzt. Gute Nacht. Noch einer. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Der ist über den Jordan. Der ist über den Jordan. Gib mir deine Energie. Der verbrennt einfach. So. Ja. Seine Macht ist in mir reingegangen. Das ist prima. 9 Ork-Pfeile. 2 davon. Wie viele Knochen haben wir hier? Schuppen. Gold, makellos. Sehr gut. Haben wir an diesem Ort irgendwas Bestimmtes? Ich habe nur diese Nierenwurz. Die hat mich die ganze Zeit dieses Summen im Ohr, ne? Das hat mich richtig. Das habe ich schon. Das habe ich jetzt schon, okay. Das war echt ein Drache vom Allerfeinsten, ne? Würde ich sagen, fast. Und das Fell hier, das nehme ich auch noch gerne mit hier. Lass mich doch nicht hier vergammeln vom Säbelzahntiger hier. Das Urgespenst. So, warte mal. Ich hoffe, mein Pferd hat überlebt. Wir haben nämlich noch eine ganze Reise vor uns. Diese Banditen, ne? Ich komme da nicht hoch. Der kommt einfach da nicht hoch. Er tötet einen Drachen, aber einen Felsvorsprung schafft er nicht. Das Pferd ist abgehauen. Okay. Wir gucken mal. Wer ist das? Banditenstraßenräuber. Okay. Ja, man hat schon eine richtige Festung hier aufgebaut, ne? Muss man auch schon sagen. Dass da auch gar keiner durchkommt, ne? Warte mal, ich wollte eigentlich von hier rüber. So, wir gehen mal hier hoch. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Das Pferd ist leider jetzt weg. Ich weiß nicht wohin. Ich kann es zwar suchen. Vielleicht lebt es ja auch gar nicht mehr. Hier waren ja auch. Es sind ja überall Diebe hier in Himmelsrand. Einmal. Da haben wir die beste Position von hier aus. Da ist noch einer. Ich habe einen kritischen Treffer. Nee. Passiert gar nichts. Das ist nur ein Banditen-Straßenräuber hier, so. Eieiei, was ist das für eine Zieloption? Keine Chance, bleib einfach stehen. So. Ja. Na komm raus. Na, da bist du doch. Gib einfach auf, so. Und einen haben wir getötet. Ich hoffe nicht, dass da noch jemand im Haus ist. Ich guck mal. Es ist irgendwo noch jemand. Hier im Zelt ist auch niemand. Irgendwo ist noch jemand. Aber ich weiß nicht wo. Da, 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 da. Doch, da ist noch jemand. Da ist noch jemand drin. Eisenpfeile, da. Da, das ist der Banditenanführerin. Das war ein schöner Treffer. Ich weiß, dass sie auch Magie, glaube ich, beherrscht. Kann auch schießen. Warte mal. Na komm.
Das bringt nichts, das Verstecken. Komm da raus jetzt hier. Okay, du willst nicht, dann schicke ich meinen Adonagen rein. So. Dann mal auf hier. Feuer. Adonach. Beschwören. Beschwör. Mit Energie und zack ich hier. Hier. Für dich. Darfst du Geschenk haben. So. Feini, wo ist denn der Elfenbogen? Fein, da. Schick die raus, komm. Will die nicht? Sag mal. Da, wo ihr nicht seid. Sehr gut, Adonage. Prima gemacht. Zurück zu mir. Na, schönes Zeug hier hast du hier. Diese Rüstung von ihr, die würde ich gerne mal gucken. Würde ich gerne mal gucken. Was ist das denn? Lesen? Die schwarze Feier. Ja? Den nehmen wir mit. Komm. Können wir verkaufen. Herrlich hier. Zaubertrank für kräftige Heilung hier. Super. Was ist das? Den orkische Helm. Nee, die Kanne brauche ich nicht. Ah, das können wir alles hier. Das ist uninteressant für uns. 7 Gold. Holzkohle könnte gut sein. Öffnen wir, da haben wir den Schlüssel. Nämlich Gold. Oh. Elfenzweihände des Sammelns. Absorbiert 20 Punkte Ausdauer. Und ein Bogen. Okay. Wir können mal eine Runde schlafen, 7 Stunden. Und dann uns weiterbegeben. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge.